So, meine lieben Freunde. Und ein kurzes Zurück. Hallo, ich habe ein bisschen gewartet und ein bisschen gechillt. Damit wir hier weitermachen können. Wir haben ja beim letzten Bad den Geruch der Nymphe fertig gemacht. Ist immer noch gleich. Ich habe zwischendurch nur ein bisschen was gegessen. Onkel Locke, Lilly, die Nymphe hat mich gelernt, diesen Trank herzustellen. Geruch der Nymphe? Er kann nicht echt sein. In meinen Büchern gibt es so etwas nicht. Oh nein, sie ist eine echte Nymphe. Und ich habe die Chance verpasst, sie kennenzulernen. Man sollte zu den Zauberern anderer Rassen respektvoller sein. Das wäre nützlich für dich. Du hast recht, junger Mann. Heute hast du mir einen Unterricht erteilt. Super. Jo, ich mache noch mal einen kurzen Überblick über den ganzen Kram. Wir haben überall 100%. Das ist wunderbar. Wir sind überall bei der 80 angelangt. Kohl noch. Wird ein sehr, sehr kurzer Part, weil es hat einfach wirklich wunderbar gepasst. keine Minute beim Essen fertig geworden. Dann kam Locke. Dann habe ich alles schnell, so schnell wie möglich angefangen, hier den Startknopf zu drücken. Weil ich jetzt keine Lust habe, da noch Stunden daran zu verbringen. Quest 100%, Schmiede, alles gemaxt. Hier haben wir fast alles. Ich weiß nicht, was das ist. Das habe ich noch nicht, solange ich das Spiel spiele, habe ich das nicht freigeschaltet. Und ich weiß echt nicht, was das ist. Hier haben wir alles freigeschaltet. Hier haben wir alles freigeschaltet. Und wir sind eigentlich ein akzeptables Level. Ich würde sagen, man kann natürlich in dem Spiel noch weiterspielen, wenn man irgendwie noch den Planeten weitermachen kann. Da kann man vielleicht ab und zu mal reingucken, so im Stream oder so, für zwischendurch, für ein paar Minuten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Let's Play ist zu Ende. Ich würde, ja, genau, es war kurz, es war sehr, sehr kurz. Ich fühle mich auch gerade so ein bisschen antrollig, weil ich hätte das wirklich einfach nur pausieren sollen. Und ja, vielleicht schneide ich den Part einfach auf den anderen drauf. Auf der anderen Seite kann ich dementsprechend mir jetzt auch ein paar Abschiedsworte nehmen. Ich war eigentlich noch ein Bonbon am Lutschen und dann auf einmal kam der Zauberer an und es war ja soweit alles vorbereitet und da konnte ich nicht widerstehen, den Aufnahme-Button drücken. Muss man auch die Aufnahme nochmal angucken, ob die alles soweit funktioniert, aber ich kann daran sowieso nichts mehr ändern. Auf jeden Fall ist ein schönes, schönes Spiel. Hat mir auch beim zweiten Durchgang sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Auch wenn es relativ kurzfristig gewesen ist, sprich, es war nicht mal 2 Monate her, da habe ich das Spiel selbst privat nochmal gespielt. Ist natürlich nicht ganz so optimal gelaufen, wie es für ein Let's Play halt so nochmal ist. Weil ich einfach, ja, da hast du mal was verkauft und dann hast du es dann, weil die Quest nicht kam, dann kam die Quest. Und ja, genau das Problem, was wir mit diesen Fliegenpilzen hatten, das hat alles so ein bisschen die Länge gezogen. War leider nicht mit Absicht, aber das ist nun mal der Stand der Dinge, natürlicher Ablauf. Sowas passiert einfach. Das ist völlig normal und das ist auch wunderbar, das ist in Ordnung. Beziehungsweise wunderbar nicht, aber es ist in Ordnung, dass das passiert, denn wir sind alles Menschen. Ja, auch der Let's Player da hinten dran ist nur ein Mensch, der macht Fehler, der weiß auch nicht immer alles perfekt in der Regel. Und da kann sowas schon mal passieren. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht. Wenn es euch stört, müsst ihr selbst damit fertig werden. Da kann ich jetzt nichts ändern. Ich lasse das Let's Play so, wie es ist. Es steht. Wenn es dir nicht gefällt, dann mach es doch einfach besser. Wenn du sagst, alles klar, wunderbar, war ein schönes Spiel, es ist alles super, ist auch schön natürlich gelaufen, dann bist du herzlich willkommen. Und ansonsten, wie gesagt, behaltet es für euch, den Hate. Setzt den da ein, wo er gebraucht wird. Hier nicht. Ansonsten, wir haben eine schöne Zeit gehabt mit Arco. Die Yuki hat uns ja schon länger verlassen, war auch sehr, sehr schön. Ich habe die Moon echt ins Herz geschlossen. Nicht so als süße Braut, sondern eher so als Schwesterchen. Genauso wie der Bram, der hatte auch seine Höhen und Tiefen und war eigentlich auch ganz lustig gewesen. Der Locke war am Ende ein bisschen unfreundlich, muss ich sagen, zu Lilly. Hat es aber dann doch noch eingesehen und gelernt. Und hat jetzt nicht von oben herab angeguckt, war aber auch ganz, war auch in Ordnung, würde ich sagen. Der Goliath, bei dem ist es genau, komischerweise genau andersrum gelaufen. Der war erst ein Riesenarsch, aber später war er doch ein ganz, ganz lieber Kerl. Eigentlich, und hatte eigentlich schon, ja, es ist so ein Grobian, aber da, wo man von spricht, aber hat eigentlich das Herz am rechten Fleck.
Von daher würde ich sagen, kann man sie ihm verzeihen. Die Yuki, total goldig, am Anfang so ein bisschen, ja, ich bin viel süßer als menschliche Mädchen, miau, miau, miau und alle super. Hat uns ein bisschen hat uns ein paar Essenssachen geklaut, hat sich dann doch gut gewandelt und ist dann doch ganz lieb geworden, war ein bisschen eifersüchtig auf die Moon, hat gemeint, ich bin eine viel bessere Freundin, hat uns dann aber doch später im Stich gelassen, weil es ihr zu langweilig wurde. Die Lilly, muss ich sagen, hatte eher schon so ein bisschen das Lehrerin-Feeling, sprich, die hat uns halt ein paar Sachen erzählt und ein paar Sachen gezeigt und uns ein bisschen was beigebracht, haben sie natürlich alle im Endeffekt, außer die Yuki, die hat eigentlich nur Süßigkeiten gefressen und uns ein Küsschen gegeben und so ein Kram. Aber die Lilly hatte dann schon eher sowas, okay, die ist schon etwas älter, die weiß da schon ein bisschen mehr Bescheid, auf die sollten wir schon echt hören. Der Nidavi, der Weise, der war auch eigentlich ganz in Ordnung, auch so eine Art Lehrmeister. Klar, natürlich war er ein bisschen eisig, aber den habe ich auch echt ins Herz geschlossen. Und die beiden, der Umi und die Hut. Echt goldig, die mögen sich eigentlich. Das ist auch ein Pärchen, das ist soweit auch alles in Ordnung, nur dass die sich halt streiten. Wir mussten ein bisschen beziehungsmäßig da ein bisschen schlichten und mehr es vermitteln. Das war soweit auch völlig in Ordnung. Das hat mir auch sehr gefallen. So ein kleines Tüpfelchen, man drin war, okay, da läuft nicht alles rund, aber eigentlich schon. Und das war echt super. Die haben mir beide echt super gefallen. Also generell gibt es keinen Charakter, den ich überhaupt nicht leiden kann. Na, Goliath, was hast du denn noch zu sagen, großer Bruder? Du hast all meine Aufträge beendet. Ich habe keine weiteren Infos für dich. Ja, das sagen die jetzt alle. War schön. Hat mir gefallen auch, dass Yuki uns jetzt die kleine Bombe hinter... Guck mal. Oh, die hat da nur ein kleines Täschchen dran. Sammelst du deine Haselnüsse? Hä, Bom? Sammelst du deine Haselnüsse? Jo. Ach, die Bombe ist süß. Ne, ist nur nicht so schnell, aber ist okay. Jo. Kann man eigentlich echt nicht meckern. Das ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich hatte ja Glück gehabt, dass ich mir das im Steam Sale gekauft habe, als Steam das verschenkt hatte. Ich muss allerdings sagen, ich habe da kein Problem damit zu gucken, ob es noch andere Spiele von diesem in diesem Format gibt. Speziell vielleicht auch, wo wir die Moon mehr spielen und so weiter und so fort, soll es geben. Das Spiel selbst gibt es auch für die Switch. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, ich hätte das gelesen. Ich selbst besitze ja leider noch keine Switch. Von daher kann ich dazu nicht allzu viel sagen, aber das Spiel soll es auch für die Switch geben. Ich weiß nicht, ob es auf dem PC zuerst gewesen ist und kam dann später auf die Switch oder ob das eher ein Switch-Spiel gewesen ist und hat dann einen PC-Port bekommen. Passen würde es. Sag ich ganz ehrlich, also das Spiel portabel wäre auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Auch eins, was ich meinen Kindern antun würde, weil es ist einfach schön. Ist nicht zu actionreich. Es hat nicht so viel Gewalt, beziehungsweise fast keine, dass man da den Alkohol erstellen kann. Ist natürlich auch ein bisschen blöd, aber da lernt man dann auf der anderen Seite, dass Alkohol nicht immer was Böses ist, sondern dass man hier daraus Treibstoff machen kann und so weiter und so fort. Es ist nun mal eine Lösung, beziehungsweise eine Chemikalie auch unter anderem, wie zum Beispiel medizinischer Alkohol, Reinigungsalkohol etc. etc. Muss ja nicht immer negativ behaftet sein mit dem Getränk. Von daher... ob das so kinderfreundlich ist, weiß ich jetzt nicht, aber ich finde, das hat doch einen... Oh, wir haben kein Heu mehr, das ist nicht toll. Da muss ich doch gleich noch ein bisschen Heu herstellen. Das mache ich auf jeden Fall noch. Ich will nicht, dass irgendein Tier auf meinem Planeten leidet. Gut, die Hühner habe ich jetzt ein bisschen mit der Fackel bearbeitet, aber nur, weil wir Brathähnchen haben wollten. Das, ja, gehört halt auch zum Leben dazu. Also ich muss sagen, das Spiel macht's super. Ich habe da jetzt echt keine Probleme zu sagen, okay, da ist irgendwas, ist ein bisschen unrealistisch, ein bisschen schon. Klar, natürlich ist ein Fantasy-Spiel, aber ist jetzt keine Survival- oder keine Überlebenssimulation. Aber ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Es hat mir sehr gut gefallen. Und ich als Spieler kehre in diese Welt, in diese kleine Welt, in dieses Dayland, immer wieder sehr gerne zurück und fühle mich wohl. Hab Ruhe, entspann mich. Und das habe ich auch im Let's Play so ein bisschen gemerkt, um nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich hatte mega, mega viel Spaß, als ich mich auch einfach ein bisschen auf die Couch fläzen konnte. Natürlich habe ich dann noch das andere Mikrofon genommen. Darunter leidet natürlich ein bisschen die Qualität. Klar, natürlich, das ist völlig logisch. Es ist ein Unterschied zwischen Studio
Kondensatormembran, also Großmembranmikrofon und kleines Anklipp-Mikrofon, was man sich an den Hemdkragen anklipst. Aber bei dem Spiel hat es einfach super gepasst und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte richtig viel Spaß. Auch heute zum Beispiel, ich habe heute 11 Videos jetzt aufgenommen. Das sind ja so zwischen 20 und 30 Minuten, das ist nicht wenig, ne? Also das sind mindestens 3 Stunden bis 4 Stunden, wenn du noch zwischendurch die Pausen mitnimmst, die Schnitte mitnimmst, die handschriftlichen Notizen mitnimmst. Also 4 Stunden am Stück hatte ich schon selten, dass ich da richtig Bock hatte auf ein und dasselbe Spiel. Ja, mehrere Spiele, kein Problem, da kannst du auch mal Abwechslung reinbringen. Das hat soweit auch gut geklappt bei anderen Projekten, aber hier muss ich sagen, hier hat mich das Spiel richtig gefesselt. Ich hatte auch trotz Hunger und allem drum und dran, war zwar nicht optimal, aber ich muss sagen, ich hatte da auch schon so ein bisschen Lust, das mal zum Ende zu bringen, nicht weil ich das Spiel nicht, weil ich keine Lust auf das Spiel hatte, sondern genau das Gegenteil war der Fall. Und ja, wir haben im Inventar relativ viel, kann sich sehen lassen. Waren, Materialien haben wir sehr viele, besondere Sachen haben auch sehr viele, Postkarte aus Mara etc. etc. Geheime Informationen, Status, Level 21, 35% Hunger, 8 Kraft, 4 Intelligenz, 7 Beweglichkeit, 5 Ausdauer. Mit diesem Status hat er super geklappt. Ich glaube aber, es klappt auch mit jedem anderen Status. Ja, man kann echt nicht meckern. Vor allem auch 12.000 Coins, das ist schon ein bisschen übertrieben. Kann natürlich jetzt auch sagen, okay, ich will jetzt hier die Millionen erreichen. Aber ich glaube, das wird dann zu viel. Aber wir können hier trotzdem noch mal ein bisschen reingucken. Wir haben alles fertig. Und ich hoffe, ihr hattet beim Zusehen und beim Mitfiebern, sofern es das möglich ist, genauso viel Spaß wie ich. Ich bin euer Graf Wallner und ich sage, macht's gut, bleibt sauber. Wir sehen uns in einem nächsten Projekt, in einem nächsten Video etc. etc. Vielleicht auch in einem Stream. Und ich hoffe, das Spiel, das Projekt hat euch beim Zusehen genauso viel Spaß gemacht wie mir beim Aufnehmen. Auch wenn ich nicht immer so voller Elan gewesen bin, das ist halt menschlich. Manchmal hat man gute Tage, manchmal hat man schlechte Tage. Da muss man einfach sagen, okay, sowas kann passieren. Aber ich wollte trotzdem euch dieses Spiel auf jeden Fall zeigen. Insgesamt kam ja auch ganz gut an, hoffe ich zumindest. Also bei den Stammzuschauern, die haben das gefeiert. Und ja, bis dahin schade, dass man hier keine Emotionen machen kann. Aber Marco, du stehst in der Sonne. Das ist auf Dauer nicht gut. Werde ich mal ein bisschen in den Schatten. So. Schön, wirklich. Also es ist auch mit der Musik ist eine schöne Welt. Da kehre ich immer gerne wieder ab und zu mal zurück und entspanne einfach. Wirklich. Also es ist wirklich eine Tiefenentspannung, die ich bei dem Spiel empfunden habe. Egal ob was neu, manchmal auch ein bisschen Spannung, weil was Neues zu finden war, etc. etc. Alles wunderbar. Ich kann nur sagen, das Spiel kann man sich durchaus zulegen. Ich hätte mir, wenn Steam das nicht verschenkt hätte, wäre ich da gar nicht drauf eingegangen. Also hätte ich gar nicht das Spiel gar nicht registriert. Aber ich muss sagen, es ist durchaus ein Kauf wert. Und wenn ich mir eine Switch holen sollte, wird das ein Kauftitel. Definitiv. Auch wenn ich schon zweimal durch habe und wenn ich schon besitze. Aber portabel, kann ich sagen, ist das nochmal wahrscheinlich eine Stufe anders, eine Stufe besser, weil es einfach super ist. Also, mich hat es voll überzeugt, das Spiel. Absolute Kaufempfehlung. Holt's euch. Ich habe ja in den Videos das Spiel verlinkt. Also, man sieht sich. Macht's gut. Euer Graf.